In diesem Video möchte ich das Einlegen der SIM-Card und die Inbetriebnahme des iPhone 7 Plus mit Telekom Magenta Mobilvertrag zeigen. Erster Schritt der Inbetriebnahme ist das Einlegen der Telekom SIM-Karte in das iPhone 7. Hierzu gibt es dieses Öffnungswerkzeug, was der Lieferung beiliegt. Und dann hier auf der rechten Seite gibt es so einen kleinen Punkt. Und da kann ich einmal dieses Werkzeug mit der Spitzenseite reindrücken. Und dann sieht man hier an der Seite, wie diese kleine Schublade rauskommt, die ich dann jetzt hier rausnehmen kann, um die SIM-Karte einzulegen. Wenn Sie von einem alten iPhone auf das neue iPhone 7 oder 7 Plus wechseln, können Sie mit dem gleichen Werkzeug hier auch durch Reindrücken die Schublade des alten Gerätes öffnen, um dann hier die SIM-Karte herauszunehmen, in dem Fall von meinem Magenta Mobilvertrag. So, die SIM-Karte kommt hier in diese Schublade. Das ist eine Nano-SIM-Karte, die Sie auch bei Telekom natürlich erhalten. Wie gesagt, das ist der Chip nach unten, dann die Vorderseite der Schublade und dann diese Seite, wo diese abgeschrägte Ecke auch zu sehen ist. Und das Ganze wird dann jetzt, so wie es ist, in das iPhone hineingeschoben, bis es einmal klackt und dann ist die SIM-Karte fertig installiert. So, der Einschalter befindet sich wie bisher auch oben rechts am Gerät. Den drücke ich jetzt einmal oder halte ihn kurz gedrückt, bis das Apple-Logo auf dem Display zu sehen ist. Und jetzt bootet sich das Gerät das erste Mal. So, auf diesem Bildschirm hier, das ist das Startmenü, kann ich jetzt als erstes mal meine SIM-Karte entsperren und dann mit der Einrichtung fortfahren. Ich gebe jetzt hier dazu meine PIN der SIM-Karte ein. Bestätige die Eingabe jetzt einmal und damit bucht sich das iPhone ins Telekom-Netz ein bei mir. So, zum weiteren Starten kann ich hier unten einmal auf diesen neuen Home-Button drücken und gehe jetzt hier die Schritte durch. In dem Fall möchte ich das Gerät Deutsch einrichten. Ich bin in Deutschland. Es wird die Sprache im iPhone 7 Plus eingestellt und kann mich jetzt hier mit meinem WLAN verbinden. So, jetzt läuft die Aktivierung des iPhones, das hat auch schon funktioniert. Jetzt kann ich hier noch die Ortungsdienste aktivieren und kann jetzt hier mit Touch-ID, also dem Fingerabdrucksensor, dass ich den jetzt anlerne, das wäre jetzt der nächste Schritt in der Einrichtung. Dazu lege ich jetzt hier zum Beispiel einmal meinen Daumen auf. Das Ganze mehrfach nacheinander, bis der Fingerabdruck komplett gescannt ist. Das hat er jetzt gemacht. Jetzt soll ich nochmal die Fingerposition ändern. Das mache ich jetzt einmal im Hintergrund. Neben dem Fingerabdruck wird das iPhone auch über einen weiteren Code geschützt, den Sie ab und zu zur Kontrolle eingeben müssen. Den kann ich jetzt hier in dem Schritt eingeben. Das kann ein vierstelliger oder sechsstelliger Code zum Beispiel sein. Hier in dem Schritt habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten, das iPhone in Betrieb zu nehmen. Entweder, wenn ich von einem anderen alten iPhone wechsle, kann ich hier die Daten aus der iCloud oder von einem iTunes Backup wiederherstellen. Ich kann das Gerät als neues iPhone konfigurieren oder es gibt auch die Möglichkeit, direkt Daten aus Android hier zu übertragen und damit von Android zu iOS zu wechseln. In meinem Fall wechsle ich von einem iPhone 6 Plus auf das 7 Plus. Ich habe jetzt hier meine iCloud-Daten angegeben und wechsle hier in die Wiederherstellung in das Backup einspielen. Ich muss jetzt hier den Nutzungsbedingungen einmal zustimmen. Jetzt wird die Apple-ID von mir überprüft und danach beginnt das Gerät sich einzurichten und alle meine Daten, Apps und so weiter auf das neue Gerät zu übertragen. Und hier kann ich jetzt das passende Backup auswählen. Ich habe jetzt hier kurz vor dem Wechsel nochmal ein Backup erstellt. Und das letzte Backup möchte ich jetzt hier auswählen und das wiederherstellen. Und abhängig von der Internetgeschwindigkeit, die Sie haben, dauert das halt einen kleinen Moment. Wir empfehlen einen schnellen Telekom VDSL oder Hybridanschluss, dann geht das Ganze besonders schnell. So, das iPhone 7 Plus ist jetzt hier fertig eingerichtet. Ich habe alle Updates installiert und die Daten aus der iCloud wiederhergestellt von meinem alten Gerät und kann jetzt ganz normal wieder arbeiten wie mit meinem alten 6 Plus. Hier nochmal zum Zeigen auch die neue Kamera. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es gibt diesen Zweifach-Zoom, den kann ich relativ schnell auswählen und habe dann hier direkt diesen optischen Zweifach-Zoom und kann natürlich aber digital auch noch viel näher ranzoomen. Ja. Das zum iPhone 7 Plus. Das Gerät gibt es günstig mit Telekom Magenta Mobilvertrag. Weitere Infos finden Sie auf unserer Webseite.